Sind wir Menschen wirklich dümmer als die Tiere? Das ist eine wirklich sehr provokative Frage, doch es gibt eine ganz einfache Antwort auf diese Frage, doch die Antwort fällt nicht sehr glorreich für uns Menschen aus. Wir finden die Antwort auf diese Frage in der Bibel, dort unter anderem im Buch Hiob im Kapitel 12 und später noch in dem Brief an die Römer im Neuen Testament. Doch lesen wir zuerst einmal im Kapitel 12 des Buches Hiob, die Verse 7 bis 10. Dort wird schon ein großer Teil der Antwort gegeben. Aber frage doch das Vieh, und es wird dich belehren, oder die Vögel des Himmels, und sie werden's dir verkünden, oder rede mit der Erde, und sie wird dich unterweisen, und die Fische im Meer erzählen es dir. Wer unter allen diesen wüsste nicht, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat, dass in seiner Hand die Seele alles Lebendigen ist und der Geist jedes menschlichen Fleisches? Es geht hier darum, dass sogar die Tiere auf der Welt, dass die Fische im Meer, die Vögel im Himmel und die Landtiere, dass die wissen, dass der Herr, Gott im Himmel, Jesus Christus der Schöpfer ist, dass alles durch ihn und zu ihm hin geschöpft wurde. Ja, dass es eine Schöpfung gibt und keine Evolution, sondern dass Gott alles gemacht hat. Alles. Die Tiere, die Menschen, die Berge, alles. Er hat alles gemacht. Es gibt diese Evolution nicht. Selbst Darwin hat seine Evolutionstheorie am Ende seines Lebens widerrufen. Doch sie passt dem Satan so gut ins Spiel, dass er sie erhält. Und dann reden Wissenschaftler und Leute, die Geologie studieren und Tiere studieren, dann erzählen sie uns, dass es irgendwelche Delfinarten seit 350 Millionen Jahren gibt und dass sich die Polarfüchse am Polarkreis, weil es dann kälter geworden ist, selbst ein weißes Kleid zugelegt haben, das vorher braun war. Und sie haben sich da angepasst. Ja, die sagen, wenn wir zum Beispiel Tierfilme sehen, ja, Tierdokumentationen, da müsst ihr mal ganz genau aufpassen. Da wird den Tieren die Intelligenz zugesprochen, dass sie sich der Umgebung angepasst haben. Im Laufe der Jahrmillionen. Das macht nur das Tier. Es wird absichtlich Gott negiert. Es gibt keinen Gott, sagen die Menschen. Und das nennt man Gottlosigkeit. Das nennt Gott selbst Gottlosigkeit. Aber die Bibel sagt uns, dass selbst die Tiere Gott kennen. Ja, ich denke, damit ist die Antwort eh schon geliefert. Aber es geht weiter. Im Römer, der Brief an die Römer, Kapitel 1. Dort finden wir eine weitere Antwort. Das geht zwar los ab Vers 18, ich lese aber jetzt erstmal mitten im Satz weiter im Vers 19 und komme dann zum Schluss auf Vers 18. Also Vers 19. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen, also unter den Menschen, offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Hier sagt Gott ganz klar, dass wir Menschen ihn, Gott im Himmel, durch seine Werke und seine Schöpfung wahrnehmen können. Aber wir haben uns geweigert. Wir wollen keinen Gott über uns, denn der Mensch, sagen wir Menschen, ist das Höchste und wir haben es sehr, sehr schwer, eine Autorität über uns überhaupt zuzulassen. Das merken wir schon im Straßenverkehr, das merken wir in der Arbeitsstelle, das merken wir überall. Wir akzeptieren keine Autorität über uns. Und erst recht nicht einen Gott, der uns sagt, was gut und böse ist, weil was gut und böse ist, das entscheiden wir Humanisten selbst. Wir definieren Gerechtigkeit, wir definieren das Gute und das Böse. Die Mächtigen und Reichen,
Die Studierten der Ethik und der Philosophie, die sagen uns, was gut und böse ist. Und das nennt aber Gott die Gottlosigkeit. Und über diese Gottlosigkeit kommt der Zorn Gottes, und der ist eben beschrieben im Vers 18. Dort, Brief an die Römer, 1. Kapitel, Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Ja, nicht nur die Antwort auf die Frage, ob wir Menschen dümmer sind als die Tiere, ist nicht glorreich für uns, sondern auch die Folgen dieser Antwort, nämlich unserer Gottlosigkeit, die den Zorn Gottes bedeutet. Diese Folge, die ist noch viel schlimmer für uns. Und wir sollten uns wirklich fragen, wollen wir weiterhin wirklich dümmer sein als die Tiere?